Schönen guten Tag. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie sich so sehr für die Kenntnisse der sibirischen Schamanen interessieren. Ich bin froh, dass so eine uralte Kultur jetzt vielen Menschen hilft. Es ist wirklich so, die uralte Kultur des Schamanismus enthält die Antworten auf alle Fragen. Auf die Fragen, die die Menschen von Urbeginn an stellen, und sogar auf die modernen Fragen. Jetzt kommt etwas Neues, womit wir schon zu tun haben. Die Geister versuchen, die Menschen zu erwecken. Versuchen zu zeigen, dass die Menschen, sogar die ganze Menschheit, etwas falsch machen. Wodurch versuchen die Geister, uns zu erwecken? Achtung! Diese Information ist außerordentlich wichtig, und ihr müsst sie besser aufschreiben. Das Erste, wenn schwere Lebenssituationen in Ihrem Leben passieren müssen, so kommt ein klares Signal von Geistern. Wissen Sie, worum es geht? Es geht um Punkte auf unseren Händen, auf unseren Fingernägeln. Jetzt können Sie Ihre Punkte ansehen. Wenn Sie eine Frau sind, so die schwarzen Punkte auf Ihren Fingernägeln der rechten Hand werden signalisieren, dass die schwere karmischen Situationen kommen. Wenn Sie ein Mann sind, so für Sie die schwarzen Punkte auf den Fingernägeln der linken Hand werden um die schweren karmischen Situationen signalisieren. Sie gucken jetzt, auf welchem Finger erscheint der schwarze Punkt. Ich weiß sicher, dass viele von euch jetzt sagen, schwarzer Punkt? Habe ich nie gesehen. Weiße, ja, diese gibt's und sie bedeuten Vitaminmangel. Und die schwarzen Punkte, nun diese erscheinen wohl, wenn man sich den Finger in einer Tür einklemmt. Nein. Nun jetzt, wenn Sie schon über diese Kenntnis verfügen, können Sie die Zeichen merken, die Ihnen die Geister geben. Wenn Sie oft Ihre Nägel lackieren, so beim Entfernen sehen Sie aufmerksam, ob es da schwarze Punkte gibt. Gut. Wenn man die Hand dem Körper entlang stellt und der schwarze Punkt sich auf der Seite Ihres Nagels befindet, die zu Ihrem Körper näher liegt, so bedeutet das, dass die Situation, die passieren wird, wird unmittelbar mit Ihnen verbunden sein. Wenn der Punkt sich auf der Gegenseite befindet, das heißt, wenn Sie die Hand so herumstellen und der Punkt weiter vom Körper liegt, so bedeutet das, dass Sie in die Situation geraten werden, die mit irgendwelchen Prozessen in Ihrer Umgebung verbunden wird. Diese Situation wird Sie ergreifen und Ihnen Schaden bringen. Das kann ein materieller Schaden sein. Das kann sogar ein Trauma sein. Stellen Sie sich vor, wirklich. Das kann wirklich ein bedeutendes Unbehagen sein. Nun gut, die Geister warnen uns immer. Bereiten Sie sich auf etwas Wichtiges vor, sehen Sie die Punkte an. Wenn es schwarze Punkte gibt, so es gibt die Gefahr. Wenn der schwarze Punkt zur Spitze des Fingernagels kommt, so dass Sie den Nagel schon mit Schere abschneiden können, bedeutet das die Zeit der Situationsrealisierung. Wenn der schwarze Punkt noch weit davon liegt, so haben Sie einen Monat vielleicht, um zu beten und Ihr Karma zu reinigen. Wenn Sie Ihre Nägel regelmäßig beobachten werden, Sie werden es merken, dass die schwarzen Punkte sehr selten neben dem Nagelgrund erscheinen und eine Linie bis zur Spitze bilden. Sehr oft erscheinen sie schon gerade in der Mitte des Nagels. Als ob ein schwarzer Splitter von innen ragt. Das ist das Signal, dass sie etwas falsch machen. Wenn wir dabei unser Verhalten ändern, so der schwarze Punkt verschwindet, und das bedeutet, die Notwendigkeit der karmischen Lehre ist erschöpft. Man muss sie nicht lehren. Sie haben selbst alles verstanden. Nun gehen wir weiter. Durch welche Situationen versuchen die Geister uns zu erwecken? Wenn wir um uns herum armen und unglücklichen Menschen sehen. Das können die Menschen sein, die betteln. Das können die Menschen sein, die sehr krank sind und aus diesem Grund sich in Not befinden. Sie können sogar bloß verrückt wegen ihrer Krankheit sein. Wenn Sie solchen Menschen auf der Straße treffen, das bedeutet, die Geister sagen uns, dass unser Herz die Reinigung braucht. Das bedeutet, dass die Schmerz und Kränkung über die Welt in unserem Herz entstanden sind. Und die Welt zeigt uns die Menschen, die viel mehr schweren Situationen in ihrem Leben haben, und sie brauchen wirklich Hilfe. Wenn Sie solche Menschen sehen, bitte leisten Sie ihnen geistliche und materielle Hilfe.
kaufen Sie ihnen Lebensmittel und vielleicht teilen Sie paar Worte mit, damit sie die Seelenwärme fühlen. Wenn in der Welt so viele Katastrophen passieren wie im Jahre 2019, Waldbrände, Flugzeugabstürze, Überschwemmungen, das ist nichts anderes als Signale der Geister. Sie versuchen die ganze Menschheit zu erwecken. Versuchen uns zu sagen, wie falsch wir leben. Es waren die grandiose Waldbrände im vorigen Jahr. Sibirien hat gebrannt, Amazonien, Kalifornien hat zweimal gebrannt, im Oktober begann Australien zu brennen. Insgesamt 5 große Brände. Was sagt uns das? Das sind nicht einfach die Zeichen der Geister. Die Geister zeigen schon ganz bestimmt, dass es die riesengroße Uneinigkeit der weiblichen und männlichen Energie in der Welt gibt. Es gibt so viel männliche Energie, dass alles brennt. Und die weibliche Energie ist so gering, dass alle Ozeane sind mit Plastik verschmutzt und die Wale stranden schon, denn sie das nicht mehr können, in so einem schmutzigen Ozean zu leben. Das ist das Zeichen für uns, dass den Frauen das wichtig ist, ihre Frauenenergie zu erwecken, um die Welt zu retten. Und diesem Thema werden alle Seminare 2020 gewidmet sein. Wenn ihr mich hört, so herzlich willkommen zum Seminar. Die Welt muss gerettet werden, und das können nur wir tun, Frauen, mit unserer Frauenenergie. Das besonders starke Zeichen ist die Finanzkrise. Die Krise, die auf einmal viele Menschen ergreift und sogar viele Länder. Das ist das Zeichen der Geister, dass die Menschen falsch leben. Und warum ist die Finanzkrise das Zeichen der Geister? Es geht darum, dass die Katastrophen, Krankheiten, an alle diese Dinge hat sich die moderne Welt schon gewöhnt. 500 Milliarden Tiere in Australien sind umgekommen. 160 Menschen sind beim Flugzeugabsturz gestorben. 20 Feuermänner sind in Sibirien beim Brandbekämpfung ums Leben gekommen. Macht nichts. Das erregt uns nicht mehr, bewegt uns gar nicht. Aber die Geldfrage bewegt jeden Menschen. Die Geister versuchen es uns zu zeigen, dass wir irgendwie falsch leben. Hier sind die Katastrophen, Brände, Erdbeben, das alles sind die Versuche der Geister, uns zu erreichen. Wir machen etwas falsch und bemerken das nicht. Na, und? Dafür gibt es noch eine Methode. Dann passiert die Finanzkrise in der Welt. Das bedeutet, dass die Menschheit sich in einem sehr schweren geistlichen Zustand befindet. Und sie zerstört alles um sich herum. Das Ende der Menschheit ist bald möglich, wenn wir diese Zeichen nicht merken werden. Noch ein Zeichen davon, dass die Geister uns anzuhalten und aus den Illusionen zu erwecken versuchen, ist das schlagartige aggressive Benehmen der Menschen und Tiere gegen uns. Denkt ihr mal daran, wie viele Nachrichten darüber sehen wir im Internet in der letzten Zeit. Ein Teenager kommt schlagartig in die Schule und beschießt alle aus seiner Waffe, Waffe seiner Eltern. Die Tiere benehmen sich schlagartig aggressiv gegen die Menschen. Ein Bull Terrier hat seine Besitzerin totgebissen. Es gibt die Menge von solchen Nachrichten. Das ist abnormal. Wir sagen, die Tiere sind verrückt geworden. Die Menschen sind verrückt geworden. In der Tat, es geht nicht nur darum, dass die Menschen verrückt werden vom Stress und Anstrengung. Das ist auch das Zeichen der Geister, unsere Welt ist disharmonisch. Es gibt in dieser Welt keine Harmonie und damit auch keine Stabilität. Das ist noch ein Zeichen für uns, dass wir alle uns vereinigen müssen. Zusammen beten. Die Frauen können ihre Frauenkraft erwecken und dadurch die Welt stabilisieren. Vergesst ihr nicht das Wasser. Es reinigt. Es inspiriert. Das Wasser gibt das Leben. Deshalb das Jahr 2020 widmen wir den Frauen, der Frauenkraft, dem Erwecken dieses Krafts. Deshalb fliegen wir nach Indien, um da, in uralten Tempeln diese Ritualien durchzuführen. Deshalb waren wir in Ägypten im vorigen Jahr. Bitte beteiligen Sie unsere Projekte. Wollen wir diese Zeichen sehen und folgen wir dem Ruf der Geister? Retten wir unseren Planeten. Es ist wichtig, nicht nur zu lernen, sondern auch die erworbenen Kenntnisse gerade im Kreis der Gleichgesinnten zu praktizieren. Wir laden Sie ein, sich der Gemeinschaft der liebenden, offenen, glücklichen Leute in unseren Trainings
und Seminaren anzuschließen. Thank you.